Die Zwölfe zum Gruße. Wir befinden uns in Balio Grafenstadt. Hier. Und zwar hier rechts oben. Und werden jetzt mal diese Quest annehmen von Lucinda Minkel. Die ältere Dame trägt einen dicken Folianten unter dem Arm. Ja, Fex mit dir. Oh, ihr seid aber stattlich und wohlbewaffnet. Sicher könnt ihr mit diesen scharfkantigen und spitzen Tötungswerkzeugen auch umgehen, oder? Aber hallo, klar doch. Wunderbar, genau so jemanden habe ich gesucht. Unsere Bibliothek ist die zweitgrößte hier in Weiden. Nur der Rodenstein hat mehr Schriften als wir. Das muss sich ändern. Ich bin mir sicher, dass die Zwerge, als sie ihre Festung Durum Lurgulosch in der schwarzen Sichel aufgaben, dort einiges zurückließen. Ich möchte, dass ihr die alte Vorhalle auf- und durchsucht. In der alten Empfangshalle von Hochkönig Albrax liegt sicher irgendwo ein prunkvolles Buch herum. Ihr wisst schon, zu Repräsentationszwecken und ähnlichem. Bringt mir dieses Buch und es soll euer Schaden nicht sein. Rajos mit dir. Ja, und Fex mit dir. Dann machen wir uns doch direkt mal auf hier nach unten. Zip, dahin. In die Vorhalle. Ein bisschen Zeit sparen. Mächtige Fexgeweihte kann teleportieren. So, machen wir mal ein Fährtensuchen hier. Bei den bösen Gruftasseln, die es hier gibt. Und zwar müssen wir hier oben eine Truhe öffnen. Da drin ist die. Problem ist, wir haben keine Dietriche und können diese Truhe nicht einfach knacken. Weil es das Talent Schlösserknacken auch nicht gibt. Die Truhe ist fest verschlossen und der Schlüssel fehlt. Spuren von Asselbeißwerkzeugen an Deckel und Schloss deuten darauf hin, dass sie den Schlüssel versehentlich entfernt oder womöglich gar verschluckt haben. Also, wir müssen immer weiter hier Asseln töten. Ist egal welche. Die droppen uns dann den Schlüssel. Ist per Zufall, wann er droppt. Also einfach drauf rumhauen. Ich glaube, wir nehmen mal hier... Ah, alter Truhenschlüssel erhalten. Hat sich schon geklärt. So, zweite Klinge an. Und wir können die Truhe öffnen. Der Schlüssel aus dem Asselmagen passt perfekt in das Schloss. Der Deckel lässt sich nun leicht öffnen und gibt den Blick auf ein dickes, reichhaltig verziertes Buch frei. Yeah! Also wie gesagt, immer weiter hier töten. Dann klappt das. Da haben wir ihn. Das Monsterhandbuch. Eine uralte Ausgabe des Monsterhandbuchs von Gagi, Sohn des Gax. Reichhaltig bebildert und farbenfroh schildert der Zwerg die Völker und Kreaturen Aventuriens. Ein echtes Sammlerstück. Dankeschön. Und das wollen wir natürlich auch abgeben. Also zurück in die Grafenstadt. Rajos zum Gruße. Ihr seid zurück. Wart ihr in der Zwergenfestung? Habt ihr etwas gefunden, das unserer Bibliothek einen besonderen Glanz verleiht? Ah, ich habe ein super krasses Monsterbuch entdeckt. Oh, was für ein Fund. Das muss eine der ersten Abschriften von Gagi, Sohn des Gax, Meisterwerk sein. Da haben die Zwerge ja einen wahren Schatz zurückgelassen. Wie gut, dass ihr es uns für uns geborgen habt. Hier, nehmt dieses Gold für eure Dienste und seid gewiss, dass wir euer Hesinde gefälliges Abenteuer in großen Ehren halten werden. Wuhu! Wir werden berühmt. Ja, ich hoffe, ich habe euch helfen können. Bis demnächst, euer Chojin.